Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte heute Felinara mit Ruckzuckib spielen. Dazu werden wir jetzt alle mal über meine Stimme hinwegsehen. Wenn ich mich das ein oder andere Mal räuspern muss oder, keine Ahnung, Nase putzen, whatever, und ich das nicht rausschneide, tut's mir extrem leid. Ich habe mir ordentlich was weggeholt. Übers Wochenende war ich jetzt bei 39,5. Von der Temperatur her und den Kampftag habe ich auch nicht mitgenommen außer drei Sets. Von daher hoffe ich jetzt einfach mal, dass es wieder bergauf geht. Felinara Ruckzuckib ist, denke ich, ziemlich cool. Die Sofortattacke kennen wir mittlerweile von Victini, welches ebenfalls davon profitiert. Das Ganze kombiniere ich mit Relaxo und meinem Scaraborn. Wir haben auf Relaxo den Boost, damit wir mit Schlecker mehr Schaden gegen Gyarados anrichten, wenn es keinen Boost hat. Funktioniert auch nur, wenn das Gyarados keinen Boost hat. Also, denke, wir machen das jetzt einfach, oder? Es wäre cool, wenn du mich unterstützen könntest. Gerne ein Abo da lassen auf meinem Zweitkanal. Und wir gehen erstmal in das Set. Let's go! Okay. Ich habe euch angelogen, ich bin gar nicht erkältet, ich bin Blondbarts Bruder, ich bin Bartblond. Bartblond zockt am Start, deswegen klinge ich ein bisschen anders. Lasst euch davon aber nicht irritieren. Ich habe mich auch sogar umgezogen, damit auch alles zusammenpasst. Story, Führung ist top. Ich brauche den Wechsel. Je nachdem, was da reinkommt, brauche ich den Wechsel. Kampf-Pokémon? Wir hätten drin bleiben können. Tatsächlich sogar, aber das ist auch nicht so tragisch hier. Ich hätte drinbleiben sollen. Schwierig. Ich lasse jetzt einen potenziellen Steinhagel mal durch. Das macht schon ganz guten Schaden. 1, 2, 3, 4, 5. Lässt du das durch oder lässt du dich besiegen? Habe ich mit der Aktion einen Fehler gemacht? Oder war das die richtige Entscheidung? Ein Schild. Oh je. Weißt du was? Ich nehme den Schildvorteil und lass mich jetzt draufgehen. Das finde ich gar nicht so tragisch. Relaxo kommt nämlich ebenfalls sehr gut gegen dieses Dragoran an. Vor allem, wenn wir einen Schildvorteil haben. Ich hoffe, dass mir diese ganze Situation nicht zum Verhängnis wird. Runterfarmen sieht jetzt auch nicht so pralle aus. Von daher setzen wir mal ganz entspannt ein und müssen jetzt abwarten, welches Pokémon du reinholst. Was ist deine zweite Antwort gegen Fee? Metagross. Das war abzusehen. So. Jetzt muss ich das hier tatsächlich besiegen. Komme, was da wolle. Wichtig wird hier in diesem Fall, dass ich auf jeden Fall diese nervigen Kraftkoloss-Attacken schilde. Ich hätte drinbleiben müssen. Ich hätte mit Felinara einfach drinbleiben müssen. Warum wechsle ich daraus? Erstmal sehr interessant, dass der Gegner mit beiden Pokémon schwach gegen Fee ist. Das sieht man nicht alle Tage. So, wir kommen vorher nochmal dran. Wirst du jetzt schilden oder lässt du das durch? Was tust du, mein Kumpel? Du lässt es durch. Oh, ist das ein Kraftkoloss? Wenn ich das schilde, schaffst du dann einen? Es wäre schon cool, wenn das einer ist und ich dich runterfarm. Aha. So. Bitte schaff keine Attacke mehr. Bitte schaff keine Attacke mehr. Und es sieht gut aus. Du warst bei einer Sofortattacke. Das heißt 2, 3, 4, 5, 6. Du hast zur siebten ausgeholt. Wir gehen jetzt auf den Move und wechseln dann rüber. Mal gucken, ob das die richtige Entscheidung war. Und raus. Setzt du auch ein? Nö, tust doch, tust du. Perfekt, du haust mich mit einem Move raus. Jetzt brauchst du wieder, ich glaube, 6 weitere Attacken. Ich habe nicht gesehen, ob du hier gerade nochmal eingesetzt hast. Oh, das heißt, du brauchst noch 5. Du hast also, glaube ich, 2 hast du jetzt, oder? Ich bin mir nicht sicher. Der Schaden war geil. Du bist jetzt bei 3. Wir machen noch 2, 1, 2, setzen jetzt ein. Und ich muss tatsächlich hoffen, dass das einfach ausreicht und dich besiegt. Zeig mal her, mein Freund. Und es, ein Schlecker noch? Komm, jawohl. Hammer, okay. Es war eine ziemlich knappe Kiste. Dieser Wechsel in Macho hat mich ein bisschen verwirrt, weil das ebenfalls schwach ist gegen Fee. Aber so
Okay, ich verstehe. Die Pokémon, die schwach sind gegen Fee, haben durch den Ruckzuckhieb natürlich auch ein besseres Matchup. Weshalb ich da mit den Sofortattacken nicht mehr sehr effektiv bin, aber das kann der Dragoran-Spieler nicht wissen. Ich hoffe, ich schneide die ganzen Dinger raus. Sonst habt ihr das übelste Räuspern und Naseputzen im Video. Ich glaube, dass das für alle Beteiligten ein bisschen unangenehm wird. Filinara mit Ruckzuckhieb ist okay. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich lieber den Charme bevorzuge. Durchaus möglich, dass der Charme da ein bisschen besser ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Führung ist Mist. Jetzt muss ich in Relaxo und danach kommt wahrscheinlich ein Machu rein. Oder? Ein Dragoran. Okay, wichtig wäre es, den Wechsel zu bekommen. Dazu wäre es noch ziemlich geil. Was hast du? Ist das direkt der Kraftkoloss? Oder ein Köder? Was setzt du ein? Das ist nämlich ein Köder, du willst dich noch nicht direkt abschwächen. Was auch nachvollziehbar ist. Wer möchte in dem Szenario sich schon abschwächen? Vielleicht ist der nächste Move von dir der Kraftkoloss, um mich direkt wegzuhauen. Oder du denkst dir, weißt du was, die Drachenklaue reicht da auch schon aus. Schwierige Angelegenheit. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich machen muss. Hier einmal schilden. Du schildest ja auch. Schwierig. Sehr schwierig. Jetzt kommt die Drachenklaue rein. Im Endeffekt lasse ich das jetzt durch. Ich habe einen Schildvorteil und komme dann mit Filinara wieder rein. Ich muss einfach nur hoffen, dass mein kleines, süßes Scaraborn die Möglichkeit hat, bei dem letzten Pokémon des Gegners noch was anzurichten. Wenn das ein Stardobo oder so ist, wäre es ziemlich cool. Du setzt den Kraftkoloss ein. Okay, jetzt mache ich natürlich auch mehr Schaden und du machst weniger Schaden. Was einfach zur Folge hat, dass wir das jetzt durchlassen können. Und, oh, stimmlich wird es gerade ein bisschen besser. Und ich dich jetzt einfach runterfarm. Komplett. Oder schaffst du noch eine Attacke? Wir haben gesehen, dass ich dir circa die Hälfte ab... nicht die Hälfte. Aber ein gutes Stückchen konnten wir dir schon abziehen. Oh, du bleibst komplett drin. Doch ein Stahlobor? Nein. Ah, Doppeldrache. Die Frage ist, ob man ködern sollte. Möchte man hier reinködern? Ah, schwierig. Ein vieländernden Vielender, den hätte ich jetzt schon gerne dabei. Dass du das hier frecherweise durchlässt, gefällt mir natürlich gar nicht. Ah, ich komme hier aus der Situation leider nicht mehr raus. Dieses Metagross ist mein Nemesis. Erdkräfte, die werden resistiert durch meinen Käfertyp, was natürlich ziemlich cool ist. Schwierig. Wenn ich das jetzt mache, kannst du mich danach einfach runterfarmen mit deinem Metagross. Schaffe ich vielleicht noch einen Nahkampf bitte? Eins, zwei, okay. Du kannst mich komplett farmen, weshalb sich der Kampf erledigt hat. Es ist gerade super ärgerlich. Eine Sofortattacke hat gefehlt. Dann hätten wir wahnsinnigen Schaden verursachen können. Okay, davon lassen wir uns natürlich nicht unterkriegen. Filinara und Relaxo und Scaraborn, schwierige Kombination. Vielleicht ist die Führung nicht die geilste. Man hätte das auch mit Relaxo spielen können und in der Backline die beiden, weil die einzige Schwäche von meinem Filinara gut abkönnen. Und die einzige Schwäche ist von meinem Relaxo, die ist natürlich Kampf. Ah, wir haben echt miese Führungen jetzt gerade die letzten zwei Runden. So, würde man denn hier auf den Kraftkoloss direkt gehen? Oder macht man das so? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was wäre cleverer? Ich ziehe wahrscheinlich eh kein Schild. Aber es ist okay. Du wolltest, dass ich einsetze. Du bist bei 2, 3, 4, 5. So, habe ich die Chance, den Wechsel zu bekommen? Oder eher nicht so? 5. Ja, ich muss schilden auf jeden Fall. 6, 7 und 8. Schade. Das Timing meiner Sofortattacke war jetzt nicht das beste Timing, das man haben kann. Du bist bei 8, dann bist du bei 9, 10, 11. Ja, du musst einsetzen. Das hast du sehr gut bedacht. 11. Schaffst du danach noch eine Antikraft? Bitte keinen Boost. Kein Boost, perfekt. So, 1, 2,
3. Okay. Jetzt kommt wahrscheinlich das Metagross wieder rein, ne? Ah, wie werde ich dich denn nur los? Mein Freund, was mache ich gegen dich? Du bist gerade super nervig und ich habe keine Lust, gegen dich zu kämpfen. Aber Filinara hat da noch weniger Bock drauf. Lichtkanone finde ich sehr spannend. 1, 2, 3. Wir ködern einfach mal mit dem Felswerfer. Hast du hinten ein Stahlobor? Das könnte es erklären, dass du hier noch drin bleibst und sogar schildest. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass der Kumpel da hinten ein Stahlobor hat. Beim Stahlobor ist nur der Steinhagel neutral. Der Bodenmove wird resistiert. So 1, 2, 3, 4, 5. Und du hast jetzt gleich deine Attacke. Ah, ist das lecker. Okay, wie spielen wir das am besten? 5. Sehr gut. 6. Okay. Kann ich den Steinhagel überleben oder haut er mich weg? Ich muss das jetzt tatsächlich davon abhängig machen, ob ich den wegtanke. Ich muss raus, ne? Ich bin auf Wechseln gegangen, mein Freund. Wem willst du das erzählen? 1. Okay. Wir laden auf Doppel-Psychschub auf. Psychschub, nicht Schug. Schug. Doppel-Psychschub. Oder? Ist das Psychschock? Ist das Schock? Schock verliebt. Mein Freund, du kriegst direkt die Attacke. Reicht das aus? Und danach habe ich immer noch eine Psycho-Attacke beim Gegner. Welcher? Oh, das reicht nicht. Okay, ich schaffe aber gegen dich noch eine Mondgewalt. Das heißt, die kommt jetzt und Filinara darf einen Erzfeind mit einer resistierten Feenattacke besiegen. Wer hätte gedacht, dass mein Filinara mal die Möglichkeit hat, in einem Set, in einem Kampf, Stahlobor und Metagross zu besiegen. Die waren wohl beide nur einen Meter groß. Oh. Okay, wir ziehen direkt durch. Das war eigentlich keine schlechte Aktion. Es wäre selbstverständlich ziemlich cool, wenn wir da weiter anknüpfen könnten. Metagross Führung Nummer 3, Melotic. Du hast höchstwahrscheinlich die Drachenroute, die resistiere ich. Weshalb das Matchup für mich schon ein bisschen besser ist. Ah, Kaskade, schade. 2, 3, 4, okidoki. Da ist dein Surfer. Macht der viel oder kann ich den wegtanken? Was meint ihr, meine Freunde? Das geht eigentlich. Das heißt, 1 und die Mondgewalt. Das ist die Attacke, auf welcher wir den Step haben. Wir sind ein Feentyp, das ist eine Feenattacke, deswegen ist die verstärkt. So, du bist bei einer Attacke. 2, 3, 4, 5. Entweder schildest du oder ich darf den Wechsel bekommen. Was mir eigentlich auch recht wäre. What? What? Krass. Melotic ist ein tankiges Biest. Kann ich das überleben oder besiegt mich das? Ich habe ja schließlich nochmal zur Attacke ausgeholt. Das besiegt mich wirklich. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Hätte ich vielleicht auch nochmal ein Schild investieren können. Was holst du jetzt rein? Melotic wird kombiniert womit? Was nimmt man mit? Komm schon. Ein Garados. Ich habe den Boost drauf. Und du nicht. Das heißt, oder? Nee, du hast keinen Boost. Du hast sogar die Drachenroute. Finde ich sehr geil. Ist eine Legacy-Attacke gewesen. Und die gibt es aktuell schon seit Ewigkeiten nicht mehr zu bekommen. Von daher gefällt mir das. Was könnte dein letztes Pokémon sein, wenn du hiergegen damit reinkommst? Vielleicht irgendwie ein Geist-Pokémon? Ein Metagross? 1, 2, 3. Hey, ich weiß es wirklich nicht. Was ist das letzte? Stahlobor? Wobei ich mir nicht vorstellen kann, obwohl vielleicht aus Angst vor Kraftkoloss. Zack. Werde ich das schilden, weil das aktuell gut für mein Relaxo aussieht? Warum eigentlich nicht? Warum nicht? Zeig mir, was das letzte Pokémon ist. Wovor hast du Angst? Knackrack. 1, 2, 3, 4. Ja, schwierig. Sehr schwierig. Wie viel Energie holst du dir? Willst du farmen? Und was ist dein Plan? Body Slam Schild ist schon mal geil. Du kannst komplett runterfarmen. Ich glaube, ich wechsle raus. Denn später, im Verlaufe des Kampfes, kann ich dann die Abschwächung
nochmal zurücksetzen. Nee, du besiegst mich, ich komme gar nicht mehr raus. Okay, es ist gerade sehr knifflig. Wenn das ein Wutanfall ist, dann GG, dann ist Ende. Und wenn das ein Köder ist, ja, den resistiere ich und den kann ich wegstecken. Es ist der Köder. Okidoki, mein Freund. Wenn das dein Plan ist, 1. Ist das noch ein Köder? Ich glaube, ich darf den aber mittlerweile nicht mehr durchlassen, oder? Ich habe keine Ahnung, es ist der nächste Köder. Das heißt, wir machen das jetzt 1, setzen ein. Meine Verteidigung ist um 2 Stufen geschwächt. Ich muss hier auf Felsgrab. Der Felswurf, der Move wird zwar resistiert, aber egal. Jetzt bist du bei 2, 3, 4. Ah, ärgerlich. Ärgerlich, hatte ich die Attacke ready oder sah das nur so aus? Ich weiß es wirklich nicht. Schwierig. Schwierig, habe ich mich da jetzt vertan? Ich habe gedacht, ich muss auf den anderen Move gehen, aber der Felswurf hätte ausgereicht. Hatte ich den jetzt ready? Ich bin mir nicht sicher. Das ist kurz aufgeploppt, aber ich glaube, ich bin kurz danach schon draufgegangen. Was meint ihr? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Also aktuell würde ich schon sagen, Filinara mit Ruckzuckhieb ist auf jeden Fall eine Alternative und gut spielbar, wenn man mal keine Lust hat auf ein Charme-Pokémon. Dann kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Gyarados. In der Regel vielleicht mit Feuerrot, in welchen wir resistieren. Okay, wir können rausgehen, mein Freund. Wir können tatsächlich hier reingehen. Was ganz gut ist. Wie viel Schaden machst du denn? Und muss ich gleich einmal schilden? Ah, die resistierte Attacke. Ich danke dir. 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, ich schilde jetzt einfach einmal entspannt, fahren komplett runter. Und für dieses Gyarados haben wir immer noch den Felswurf. Was ja auch ganz geil ist. Zack. Und wir haben den Doppelten. Also, wir werden ordentlich Attacken gegen dich rausbekommen, wenn du dich dazu entscheidest, wieder reinzukommen. Ansonsten stehe ich auch kurz vor einem doppelten Nahkampf, der ebenfalls reinzimmert. Die erste Attacke kommt. Je nachdem, wie gierig du bist, schaffe ich vielleicht sogar noch 2 weitere. Der erste effektive Move kommt. Joa, hör mal, mein Freund, der Schaden, der kann sich doch sehen lassen. Stahlobo haben wir rausgelockt. Ist da hinten noch eine Kampfschwäche? Vielleicht ein Relaxo? Wir gehen mal rüber. Wir wollen Metagross. Oh, wunderschön. Wunderschön. Krypto und Shiny. Oh, Hammer. Da geht mein Herz auf. Wunderschönes Pokémon. Kumpelschleife am Start und die Kumpelschleife. Oh, Digga, du machst mich glücklich. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Okay, Relaxo sieht gut aus. Ja. Wir gehen einfach in unser Dickerchen und werden jetzt hier anfangen, rumzuschlecken. Frecherweise, ne? Wir farmen auch komplett runter. Komplett runterfarmen und dann unsere ganzen Body Slam Attacken bei diesem Gyarados raushauen. Das wird der Plan, welcher von uns hier verfolgt wird. So, bitte schaff keine Attacke mehr, es sieht nicht danach aus. Du kannst jetzt gerne Nassschweif einsetzen, das macht aber nicht viel. Wir haben jetzt einen Body Slam und stehen tatsächlich kurz vor dem nächsten. Was ja ganz geil ist. Zack, da kommt der nächste. Und wie spielst du das? Sollte ich jetzt rausgehen? Oder bleibe ich einfach hier drin? Ach komm, wir gehen raus. Du musst ja hier gleich einsetzen, ne? Weil du denkst, da kommt gleich die nächste Attacke. Das tust du auch perfekt. Nassschweif setzt du hier ein. Dann so 7, 8 Schlecker oder 4 oder 5 oder 6, keine Ahnung. Die werden dich dann auch besiegen. Du bräuchtest schon einen Wutanfall, um mich niederzustrecken. Und ich glaube, dass du den nicht hast. Ich hoffe es zumindest. Oh, das ist auch shiny. Sehr schön. Wutanfall? Nein. Den stecken wir problemlos weg. Der Schlecker kam an und wir haben den Kampf für uns entscheiden können. Was selbstverständlich eine sehr, sehr geile Kiste ist. Ich glaube, wir sind sogar positiv rausgekommen. Bartblond zockt, ne? Der spielt doch jetzt hier gar nicht mal so schlecht. Was meint ihr? Ja, perfekt. Zumindest positiv. Wir warten immer noch auf meine erste legendäre Pokémon-Belohnung. Ich habe noch kein Glück gehabt. Ich habe schon vereinzelt von euch gelesen, dass ihr da mal Glück hattet. Kevin, übrigens Glückwunsch für deinen Shiny. Bin ich schon ein bisschen neidisch, weil Eviltal sieht schon geil aus. Okay, für dieses Video war es das. Gerne dein Feedback in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja? Hau rein und ciao.